Servus Leute und willkommen beim App-Check in dieser Woche. Ich bin der Renton. Raven King, angenehm, guten Tag. Raven King. Und zwar folgendes. Wir haben in einer anderen Show von uns, dem Retro-Freitag, haben wir Command & Conquer Alarmstufe Rot gespielt. Ist alles okay mit dir? Warst du dabei? Da war er dabei. Und er hat versprochen, dass wir Alarmstufe Rot nochmal spielen mit einer größeren Map. Und mit Schiffen oder sowas. Und ich habe jetzt entdeckt, dass es fürs iPad Alarmstufe Rot gibt. Ich hab dich so gern. Und der Raven King? Oh ja, ich spiel, spielt. Ja, weil das letzte Mal habe ich das Spiel gespielt. So, das sieht genauso aus wie auf PC. Ich bin einmal sehr gespannt. Nee, danke. Multiplayer. Ich muss jetzt überhaupt erstmal gucken, wie es da überhaupt aussieht. Kampagne, Multiplayer. Skirmish müsst ihr eigentlich. Ist das? Genau. Ah. Geh aber mal zurück, back. Und gehen wir in die Optionen wegen Schwierigkeitsgrad. Okay. Advanced Settings. Ah, was? Advanced Settings. Ah, Disable. Nix. Die Musik. Ist in Ordnung. Ja, ist es Command & Conquer Musik? Nee, ne? Nee, und das ist ja auch nicht das alte Alarmstufe Rot. Das ist ja eher das Alarmstufe Rot 3 vom Design her. Ja, okay. 3, okay. Ich kenne mich doch nicht aus. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das sind jetzt verschiedene Mappe, ich weiß aber nicht, ob das einfach nur Spielmodi sind, wo man dann verschiedene Sachen machen kann, ich weiß es nicht. Okay, du hast aber auch Options, ne, unter der Map, nur zur Info. Ja, 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 ich guck grad mal. Was ich das letzte Mal im Retro-Spiel, also auf der PlayStation 1 nicht gemacht gerade hat. Moment, ich schieb grad mal das Mikro ein Stück so zu dir, dass du besser neisprechen kannst. Ich hatte kein Wasser mit dabei, aber was soll das jetzt? Ich sehe doch jetzt auch nicht großartig, dass da Wasser wäre. Das hier, oder? Das Wasser? Ist das nicht Wasser? Also wie gesagt, ich kenne die App nicht, ich probiere mal es halt. Wollt Options Google? Wegen Gegner und so. Nee. Erstmal noch Google. Okay, was ist hier? Destroy all enemy presence in the area. Okay, ja, das ist das Dreier. Und zwar ist es beim Dreier so, man hat nicht einen ganz normalen Bauhof, man hat verschiedene Fahrzeuge. Ich schätze mal, das ist Energie. Okay. Was ist denn das für Musik? Italo! Ja, das sind Japaner. Also beim 3 gibt es 8 Japaner. Ich kenne mich gerade überhaupt gar nicht aus in dem Spiel. Also wie gesagt, wir haben... Okay, ich muss überhaupt erst mal gucken. Du wirst wahrscheinlich Verkaufe kennen. Das ist Energie. Okay, also kann... Ah, ich bin unten rechts in der Ecke. Okay, das sieht man auch oben an der Map. Raffinerie, manchmal das. Aha. Okay. Also, es ist nicht das, nein. Was ich erwartet habe. Es hieß nämlich nur Alarmstufe Rot. Und ich habe gelesen, es wäre halt wie ein PC-Port. Und ich habe gedacht, das wäre das alte Alarmstufe Rot. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich die Hilfsätze kann. Dann mache ich jetzt einfach mal Dojo. Machst Dojo. Was? Halt die Fresse. Das war jetzt grün. Danke. Okay, ich denke mal, das Dojo ist ein ganz normale. Gott, der Stuhl regt mich auf. Kämpfer. Okay. Ach so, Dojo für Shinobi und Tankbuster und Engineer. Ja. Ah ja, okay. Training. Machen wir mal so einer. Training. Okay, ändere ich mal. Ah, hier kann ich die Truppe wahrscheinlich ziehen, wenn ich... Muss wahrscheinlich zwei Finger nehmen. Nee, das ist raus und neu zoomen. Lang gedrückt halte. Okay. Halt mal lang auf der Map gedrückt. Ah, nicht. Und mit zwei Finger so, dass du mit zwei Finger direkt... Okay. Fuck. Our base is under attack. Okay. Training. Was haben wir denn noch? Drauf. Mecha Bay, da mag man das. Was mir aber direkt auffällt, ist, dass es Menschen sind und kein Roboter, oder? Ja. Das ist in dem 3er 8 so. Okay. Das müssten die Russen sollen. Weil ein Bär dabei ist? Ja. Der russische Bär. Oh, ich kann nicht mehrere nehmen. Das ist jetzt scheiße, ich kann nicht mehrere Tupra auswählen.
Ah, super. Das heißt, außer sehr verkauft. Ja, jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay. Dann geh ins Main-Menü und schau erstmal in die Options. Ich mach mal's erst. Ja, aber geh mal in die Options. Genau. Ah, Difficulty. Kannst du mal auf einfach stellen. Okay. Ist jetzt. Nehmen wir einfach die Alliierte. Ja. Ist was ganz anderes. Also das Dreier habe ich mal auch gespielt. Ich habe es mittlerweile auch daheim, aber ich habe es nicht weiter gespielt. Das machen wir mal anders da. Machen wir mal direkt hier. Ich weiß jetzt nicht, ob man mehrere Bots oder Truppe auf Ammo bauen kann. So, ich kann keine andere auswählen. Ah. Training in Progress. Okay, nee, das geht nicht. Ach so, du trainierst die aber nur wahrscheinlich, ne? Dass sie aufleveln oder was? Nee, nee, die werden ausgebildet und dann habe ich sie. Schätze ich mal. So, Raffinerie Bootcamp. Wie viel Geld habe ich? 5880. Machen wir das. Du kannst es auch hoch und runter scrollen, ne? Das Menü. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Ist jetzt halt einfach komisch, weil. Ah gut, das Standort ist hier ein bisschen besser, sehe ich gerade. Ist jetzt halt einfach komisch, das hier zu spielen. Training. Kommt mir so ein bisschen steif vor einfach. Ha? Jetzt hast du nicht viel Zeit, jetzt musst du die Bots bauen. Muss mich da jetzt erstmal neu denken. Also da haben wir unseren Bauhof. Was ist denn das rechts für ein Menü? Ganz rechts? Menschen, Häuser. Ach so, das ist die verschiedenen Baudinger. Ja. Ah gut, da kann ich. Ah super, danke. So. Da haben wir einen Tank, okay. Training. Und ich denke mal, du kannst die Menüs. Einfach mal Truppe. Kannst die Menüs einklappen. Ah, und guck mal hier unten das Grüne. Du nimmst auch, wenn du auf Ends drückst, kannst dann hingehen und kannst die Sache markieren, oder? Ah. Okay. Und dann kannst du auch welche hinzufügen oder so. Oh. Okay, probieren wir es mal aus. Ja, gut, wie will man es sonst machen? Ne? Mit dem Auswählen. Ja, ja. Ich finde, das Zoomen ist unnötig. Die hängen keinen Strom, ne? Die Dinger da oben. Ja. Ich finde, das Zoomen ist irgendwie unnötig. Powerplant. Ich hätte anstatt dem Zoomen, hätte ich dann eher... Select Unit. Ich habe wenigstens nur einen Panzer. Construction complete. Training. Select destination. Cannot deploy here. Cannot deploy. Ich finde es ein bisschen. Also der Sound von der Stimme, ich weiß nicht, ob das für extra so ist. Der, cool. Also die Stimme hören sich an, als wären sie auf dem Game Boy Advance aufgenommen, ja, ja. Oder? So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe jetzt 5. Wo kriege ich eigentlich mal Geld her? Okay, ich habe schon eine Raffinerie, wie es aussieht hier. Das heißt, ich muss wahrscheinlich meine Truppe erstmal so stark machen, dass ich Gebiete erschließen kann und dort dann noch Raffinerie-Punkte gucken kann. Ich probiere jetzt mal was aus, und zwar Zwettis Bootcamp, ob ich dann auch... Ohne rechts die Eckwarrot. Siehst du, ohne rechts ist die Eckrot. Was? Jetzt! Ne, jetzt ist aber, jetzt. Ja, jetzt. Ah, da ist die Hand bei dir im Weg. Ja, genau, ich seh's über die Hand, ne? Kann man das drehen? Nee. Also wie gesagt, den Zoom finde ich eigentlich unnötig. Man hätte gleich das mit dem Umschalter. Da Units sind gleich kaputt, ne? Ja, ich guck mal, ob es so Reparaturbase gibt. Prison Tower. Ah, das wäre dann mal. Ich glaube, das ist Abwehr. Gibt es hier. Training. Our base is under attack. Okay. Oh, 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 dein Base ist under attack und die Panzer machen nichts. Oh. Aber da war ich schon ein Abwehrturm. Der Abwehrturm macht aber gar nichts. Doch, der schießt, guck. Ah. Was gibt's denn hier noch? Peacemaker. Training. Na, Mottes. Training.
Okay, gibt's da. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier so einen Truppensammlungsplatz ausgewählt habe. Ich drücke jetzt einfach mal durch hier. Ob der dann Achter hier fährt. Macht das? Training. Nein. Okay, keine Ahnung. Our base is under attack. Fahrt hin. Die Steuerung ist ungenau, finde ich. So. Klein noch einer. Training. Ja. Kann man nicht viel machen. Ich denke, man muss sich einfach mal darauf konzentrieren, gewisse Truppenstärke zu kriegen. Das läuft jetzt ganz gut, weil diese Raffinerie da unten, die bringt doch genug Geld im Moment. Also vom normalen Spiel aus hätte ich jetzt erstmal Raffinerie gebaut. So wie das letzte Mal halt. Und das mit dem zweiten Bootcamp bringt eigentlich gar nichts. Achso, ne, halt, stopp. Ah! Jetzt kann ich auch mehrere auswählen gleichzeitig. Training. Ja, vielleicht hätte man zuerst die Kampagne spielen müssen für Tutorial. Geht nicht. Rechts, rechts, rechts. Hoch. Runter. Ne. Ne. Egal. Ich will mehr Truppe, ich will mehr Truppe. Okay. Aber ich kann nicht zwei auf immer auswählen, das ist halt das Problem. Training. Training. Oh, aber trotzdem noch. Training. Select destination. Training. Ich hab mich verbaut. Training. Egal. Cannot deploy here. So, ich gehe jetzt mal einfach. Kann man Gebäude eigentlich verschieben generell in CNC? Ich glaube nicht, die musst du dann verkaufen. Training. Okay, wenn ich was baue, sind meine Truppe wieder. Nicht in meiner Auswahl. Ich schätze mal, dass es jetzt Endgegner ist. Im Hintergrund muss ich jetzt halt einfach mal bauen. Okay. Das ist blöd, wenn du halt mit dem Kampf bist, dass du nicht in der Auswahl bleiben kannst. Okay. Okay, ja. Gut, da kann man jetzt nicht viel dazu sagen, ich muss jetzt einfach mal erkunden. Ich schätze, dass sie ganz einfach da oben hocken. Oben links. Es ist nicht. Ich sehe jetzt nicht so die Zusammenhänge, außer mit der Energie ist zum Beispiel, dass ich Energie brauche. Aber die Map ist ziemlich klar, kann das sein? Ja, die ist klar. Ja, für App ist es in Ordnung. So, also ich habe jetzt im EA-Sale für die App 89 Cent bezahlt. Ja, das ist doch in Ordnung. Ich weiß halt nicht, was es normal kostet. Ich vermute mal 2-3 Euro, ich weiß es nicht. Ja. Was auch noch in Ordnung wäre, also so fürs Gefühl, ja. Also ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass ich jetzt Command & Conquer spiele. Aber was ist in Ordnung? Grafisch ist es auch in Ordnung. Oh, die bauen was Neues. Und wenn man gewisse Truppe stärkt, okay, man muss sich einfach darauf konzentrieren, direkt mal nicht seine Base auszubauen, sondern Truppe zu bauen. Dann geht's. Aber ich glaube, bevor man dann überhaupt seine Base irgendwie ausbauen kann, jetzt in der Map, ich habe jetzt die andere Maps ja nicht gespielt, ja, sag wahrscheinlich gewonnen, oder? Naja, doch nicht. Naja, da ohne bauen so weiter. Gut, das ist auch die erste Mission auf Live. Wir kennen noch mal schwerere Versuche dann. Es fehlt mir so ein bisschen die Wirtschaft. Mhm. Ich bin jetzt noch bei 3000, hab gleich mit 5000 angefangen. Die Raffinerie da unten, die schafft gut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es hier irgendwelche Punkte gibt, die ich dann einnehmen kann, wo ich Raffinerie drauf bauen kann. Deswegen nehme ich jetzt mal andere Map. Okay. Weil ich glaube, die Kampagne müssen wir nicht spielen. Das Valley, Road Rage. Will ich dann gleich auf normal spielen, oder? Hm, ja. Gucken wir mal. Sind wir mal gespannt. Okay. So, was haben wir?
Select destination. Raffinerie diesmal? Nee, lass mal. Das sind auch gar keine Punkte, wo man das draufsetzen könnte. Und ich sehe auch nicht hier, dass irgendwas abbaubar ist. Select destination. Building. So. Cancelled. Was? Ah, ich bin draufgekommen, scheiße. Select destination. Nee. Building. Es ist ein bisschen, ja, wie gesagt, von der Steuerung her ist es ein bisschen irgendwie umständlich, finde ich. Gewöhnungsbedürftig. Ja, gewöhnungsbedürftig mit Tastatur und Maus oder Construction complete. Joypad ist das doch was anderes. Select destination. So, okay. Diesmal durch ein bisschen Building. Mehr Zusammenbau. Training. Zack, machen wir gleich 10. Ich sehe da jetzt auch nicht, dass die Map-Größe sich irgendwie unterscheidet. Das sieht sogar so aus, als wäre es noch kleiner jetzt. Und ich konnte ja die Gegner-Auswahl gleich jetzt auch nicht festsetzen. Nee, nur einen. Du konntest nur auswählen, wer dein Gegner ist. Okay. So, was haben wir jetzt noch? Select destination. Also, würdest du diese App empfehlen, oder? Ich würde sie empfehlen, aber ich würde für jemanden, der Command & Conquer eigentlich gern spielt und viel spielt, zwischendurch als Zeitvertreib mal in der Pause oder so, okay, aber es fehlt mir, wie gesagt, so die Struktur. Ich glaube, du kommst wirklich drauf, oh, Truppe baue und dann platt mache und nicht erkunde, was weiß ich, irgendwie. Wie gesagt, das ist aber jetzt auch nur ein erster Eindruck. Wobei die Gegner schnell kommen. Ja. Das heißt schon zum Beispiel schon mal ein Problem. Select destination. Zack. Building. Ich glaube, mal gucken, ist da schon ein Panzer? Nee. Das ist jetzt nicht so gut. Training. Ja, toll. Construction complete. Select destination. Und so hier. Training. Zack. Our base is under attack. Mit dem ja, war ja klar. Training. Du, oh, greife. Select destination. So, diesmal. Building. Die laufen noch zweimal. Okay, Panzer müssen wir alle next. Not enough money. Wenn du hast kein Strom mehr. Müsste ich gleich wieder haben. Jetzt heißt das Truppen sammeln. Bäm, mit der Schrotflint. Okay. Okay. Das hat ein bisschen was von deiner. Von der Tesla-Spule. Junge, das sieht nicht gut fertig aus. Warum? Weiß nicht. Weil die nicht gut aussehen. Okay, die Musik ist jetzt ganz cool. Jetzt mittlerweile. Okay, ich glaube, ich muss jetzt mal auf Orcliff gehen. Ich wollte gerade sagen, du brauchst irgendwie mehr Truppe, ne? Ja. Dein Panzer ist leider dort. Ist er ehrenvoll gestorben. Ist er dort. Okay, so. Hat nicht viel von der Welt gesehen. Ich muss. Ah, okay. Mich würde es nur interessieren, ob man die Truppe überfahren kann. Stimmt. Training. Select Unit. So, komm mal mit. Wo wird wahrscheinlich die Base sein? Okay, wahrscheinlich wieder oben. Wahrscheinlich wieder oben links, ja. Training. Insufficient funds. Halt die Select Unit. Ja. Ja, die haben auch Energieprobleme, okay. Ich schätze mal, dass das ein. Ach, genau. Das ist ein App-Problem. Oh, fuck. Die ist ziemlich stark, die Spule da. Oder was das ist. Da. Training. Lass sie das so schnell wieder auf dasselbe Stelle aufbauen, ja, immer, gell? Ja. Okay, ist gut. Bau in der Zeit ohne nochmal neues Zeug. Nee, ich brauche bloß Truppe bis jetzt, also wie es aussieht. Ja, manage your Truppe. Ja, mach ich doch. Ah, okay. Ich habe aber keine Entschuldigung. Ich denke, dass das die Truppestärke erhöht, oder? Dieses Building. Okay. Machen's klappt. Geldmangel ist immer das Beschissenste bei Command & Conquer.
Was auch immer das. Ich denke, das ist irgendwie Truppe. Ne, das sind Truppe und das ist, denke ich, dann nur Fahrzeuge. Okay. Was sind wir da? Kann ein Baufahrzeug sein. So. Ah, du kannst aber rechts auch auf die Karte drücken. Genau. Das ist ja cool. So, hier. Wobei ich das Gefühl habe, du hättest mit zwei Panzer und M-Soldaten das auch noch schaffen können. Uff, nee. Ja, nee, jetzt Baute doch nicht mehr, doch nicht mehr. Training. Da. Wie dein Soldat aber links ganz tapfer das Gebäude allein zerstört. Guck, der ist ja steht neben dem Panzer und schießt die ganze Zeit aufs Gebäude. Oh fuck, das Panzer war wieder runter. Ah, ich kann es auch nicht einschätzen, wie weit ich überhaupt bauen kann, jetzt wenn ich mal gucke. Ah, wie großartig Geld. Ah ne, nicht das. Okay. Das ist nur platt. Okay, das ist für die Panzer. Für Fahrzeuge. Ja, es ist ganz lustig, wie gesagt, aber es ist halt abgespeckte Form. Es ist okay, es ist eine App. Ich meine, vor 2 Jahren waren die Apps überhaupt noch nicht annähernd so weit. Ja, ja. Es ist lustig, mich stört die Steuerung. Wobei es eigentlich als App, ach, denke ich, gar nicht mal vielleicht besser umsetzbar wäre. Ja, wie willst du es denn machen halt? Ne? Es ist in Ordnung. Vielleicht irgendwann kommt mal eins raus, was ganz, ja, was noch ein bisschen besser ist. Wobei, ich bin echt enttäuscht. Ich hab gedacht, das wäre halt wirklich das erste Alarmstufe Rot. Nee, eigentlich hätten sie es 3 nennen müssen. Alarmstufe Rot 3. Ja. Training. App Edition. Muss ich grad mal gucken, ob ich überhaupt Geld krieg, wenn ich Gebäude zerstöre, ob das dann hochgeht. Nee. Okay. Ja. Was jetzt genauso ist wie beim alten, man muss halt wirklich alle Gegner platt machen. Ah, da ist noch. Ah, da geht's noch weiter. Okay. Okay. Ich denke, viel wird es auch nicht mehr soll. Also, auf was es auch kommt, ist Schnelligkeit. Leider. Und ansonsten läuft es Geld, zwischendrin nur ein Engpass. Ja, okay. Das ist jetzt auf Mittel. Wir können noch mal ein schweres Spiel machen. Dann tue ich auch mal eine andere Truppe auswählen. Mal die Russier lassen. Ah, Flugeinheit. Kann ich die platt machen? Nein. Super. Wie mache ich denn das jetzt? Hab ich. Brauchst du wahrscheinlich 1000. Ja. Defense Armor Facility. Super, was brauche ich denn jetzt für die. Ja, eine Airbase, oder? Dass du Flugzeuge schicken kannst. Ja. Danke, Exi Karl Sons, fürs Abonnieren. Was? Jetzt haben wir gerade Abo gekriegt, oder was? Ja, da ist gerade E-Mail gekommen. Was soll denn das? Und auch auf dem iPad ist es eingeblendet worden. Nein. Okay. Danke, gell, danke. Ne? Yeah. Airbase. Defense Age. Ah, oh, jetzt muss ich sowas bauen. Hopp, bau. Okay. Wichser. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, es gibt Flugtruppe, was ich dann doch wieder ganz cool finde. Aber wir brauchen, wie gesagt. Fahren wir doch weiter, vielleicht gibt es da noch was. Da, da ist was, ja. Okay, wie komme ich denn da hier? So. Ja. Das ist kacke. Die kennen auch keine Flugabwehr, die Panzer. Also, ich glaube, die Mammutpanzer im Alter. So, oh, was Airbase ist das oben? Ach so, das ist so ein. Zack. Hast du jetzt so einen Angriff gekauft oder was? Sieht so aus, als wäre das ein Special Attack. Ah, ich glaube, dritte Runde reicht uns nämlich von der Zeit. Okay, dann mache ich die gerade noch platt. Ah, ne. Ah, ich glaube, da könnte man jetzt eine Raffinerie drauf bauen. Okay. Diese Frage wäre auch beantwortet. Also im Dreier muss man 8 Punkte finden, wo man Raffinerie drauf baut. Die können eure Nummer zerstört werden. Ich lenke denn jetzt mal die ganze Zeit ab mit denen. A unit is under attack. Ist das jetzt mal fertig? Die Airbase scheint fertig zu sein, ja. Apollo. Okay. Training.
machen wir sowas. Building in progress. Ah, okay. Unit lost. Building in progress. Aha. Arschloch. Select unit. Dass die nicht noch overschießen können, die Deppe. Wie gesagt, die Mammutpanzer hätten es gekönnt, aber wir sind jetzt auch die Amis. Okay. Du. Du. Ich bin gespannt, ob einer ausreicht. Wie ist denn das hier? Okay. Hm? Ich hab mal geguckt, was das bewirkt, aber das ist nicht hier. Piu, piu, okay. Piu, piu. Das ist so ein Riesending und das ist anscheinend aber nicht so stark, ne? Nicht so wirklich. Das ist auf den Panzer gefahren. Okay. Oh, und der Panzer ist dabei kaputt gegangen. Jetzt frage ich mich gerade bloß, ich hab noch... Ich hab ja, irgendwo muss hier noch die Anari Base sein. Denkst du, ein zweiter Gegner? Nicht ein zweiter Gegner, aber halt noch eine Base, die du verpasst hast. Ah. Sind das jetzt... Kann ich dort drüber alle Truppe auswählen? Ja. Ich glaube, ganz unten rechts wählst alles aus. Das so, ne? Ja. Ah, scheiße. Ach, das Stück war noch dunkel da hinten. Hm. Deine Truppe kommen aber nicht, ne? Mm-mm. Nö. Unit is under attack. Select unit. Okay, dauert noch. Aber du hast den Angriff, ne? Aber jetzt. Schauen wir mal. Regen zahlt, ne? Kredit, ey. Ah, gut. Okay. Gut, okay, ich hätte mir jetzt ein bisschen bessere Effekt erhofft, aber es ist eigentlich ganz cool. Eine Abhöranlage. Unit is under attack. Unit locked. Training. Beziehungsweise, was ist denn das? Hallo. Okay. Training. Ah, ist das blöd. Okay. Die haben alles wieder aufgebaut, ne? Hm, so die wichtigste Sache, denke ich. Training. 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 Obwohl ich nicht denke, dass die irgendeine Chance hat, sein unbedingt. Okay. Scheiße. Dein Flieger wird gerade weggepumpt. Unit is under attack. Ja. Select unit. Training. Training. Enemy base destroyed. Du machst mal die Energielevel lieber. Training. Und du machst den Platz. Select unit. Das Dumme ist, es fängt auch doch ein bisschen Spaß zu machen jetzt. Wenn man was zu tun hat. Select unit. So. Vielleicht kannst du es wieder reden lassen. Ja, so. Nimm mal einer von den Uniten, laufen wir gleich ganz ins Eck, aber wenn du das schon wieder was verpasst. Jetzt kannst du es regnen lassen. Ich weiß nicht, ob meine Truppe auch am Arsch geht. Denkst du? Ach, holle! Ja, sieht scheiße aus. Jo. Was stehen hier so rum? Enemy base destroyed. Das ist das, man muss die Truppe zusammensuchen. Ich weiß nicht, ob es da irgendein Button... Also, ich vermute mal, der ohne rechts. Das du, das? Ja. Hast du wohl länger gedrückt oder so? Mach das. Ach, du kannst bloß. Ah, du kannst bloß Flugeinheiten auch greifen. Training. Select unit. Select, select, select. Select, select. Jetzt aber hopp. Jetzt bist du ein. Ahaha, du bist ein Baufahrzeug. Fieg dich. Select unit. Bla bla bla. Egal, drauf. Select unit. Da weißt du gar nicht, ob es das letzte ist.
Nee. Und? Okay, fahren wir hoch. Ah. Training. Das war ich mit Dämmung. Laut Karten sind noch zwei rote. Bitte. Ah. Jo. Training. Gab's nicht irgendwie bei Command & Conquer eine Station, die du platt machst und dann hast alles? Dann können sie nichts mehr bauen? Da der Bauhof, genau. Was ist denn da? 1, 2, 3, drücken wir auf 1 drauf. Das weiß ich nicht, was das ist. Training. Kannst du vielleicht Truppe 1, 2, 3 zuordnen und dann dort damit auswählen? Hm, ja. Select mal eine Truppe, ein Panzer oder so. Training. Und dann drück unten rechts den Knopf. So, und jetzt unten rechts. Enemy base destroyed. Und? Select unit. Okay. Irgendwo steht noch was. Geht das? Nee. Irgendwo steht noch was, ja. Select unit. Alter! Select unit. Ich vermute ganz oben links, oder? Dann schicke ich jetzt mal rum. Nein! Okay. Woher hat er noch das Geld und warum hat er noch die Möglichkeit, das zu bauen? Enemy base select unit. Select unit. Das gibt's nicht, ey. Das ist jetzt platt. Da ist nix. Select unit. Select unit. Nee. Also sorry, wenn das ein extrem langer App-Check heute ist, aber wir kriegen die Runden nicht fertig, das klappt einfach nicht. Ach, du hast noch was rechts, siehst du? Auf der Karte. Blattmacher, hopp. Unit lost. Links wird auch wieder gebaut. Enemy base destroyed. Ja. Select unit. Können jetzt mal auch greifen? Training. Was ich dumm finde, ist, dass die Karte sich automatisch wieder abdunkelt. Ist das normal? War beim Alter, ja. Glaub ich nicht. Ne, es bleibt ja hell. Du musst sie einmal erkundschaften und dann genau. Siehst du, wo sie sind. Training. Platt, danke. Und jetzt? Select unit. Was sind das Blaue? Das sind einnehmbare Gebäude, denke ich. Aber das ist nichts vom Enemy. Ich schick die jetzt einmal durch hier. Ich raff's nicht. Den habe ich jetzt mal durch hier geschickt, halt, dass er guckt. Aber da ist nix. Ich vermute ganz oben links. Ja, wie vermutet. Das ist halt der Bauhof. Schieß. Du hast vorhin auch irgendein Baufahrzeug wegfahren. Nimm mal einer von deinen. Ja, genau, ganz links. Siehst du, ist noch was, ich hab's gewusst. Das ist diese verfickte Raffinerie. Jetzt geht's ab. Jetzt kommt die Rache des Raven Kings. Wie viel Geld haben die Geschäfte? Da habt ihr die ganze Zeit Schäffle kennen ohne Ende. Select unit. Was bringt so eine Statue? Irgendwie Loyalität, ich denke, dass, oder dass was? Die Truppenstärke irgendwie vergrößert, oder? Ja. Also nicht vergrößert, aber. Dein Panzer rollt weg, gell? A unit is under attack.
Ach, die, das sind. Ach, das. Da tun die Drosse mit Truppe bauen. Mit der Figur? Gerade so aussehen, ja. Das gibt's doch nicht, der muss irgendwo sowas wie. Jetzt habe ich nicht nur alle Gebäude platt gerade. Vorhin habe ich alle bis auf die Raffinerie gerade, aber jetzt habe ich gewonnen. Leute, ich möchte von dir ein abschließendes Schlusswort für diese App. Also, es kommt. Moment! Nicht. Hallo, hallo. Gerade nochmal das Mikrofon wieder normal herstellen. So. Also, es kommt nicht an die Command & Conquer Teile, wie ich finde, dran. Es ist eine gute App in dem Franchise, aber ja, es ist ein Zeitvertreib für Pause, für oben mal, wenn man, was weiß ich, vor dem Penner oder so noch ein bisschen was zocken will. Mir fehlt so ein bisschen der Wirtschaftsteil. Das ist aber bei Command & Conquer 3 eigentlich genauso. Und ja, es ist in Ordnung. Sagen wir, es ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es noch andere Maps gibt. Du kannst aber, Entschuldigung, du kannst aber das Menü ändern. Ah, ach, das ist eine super App. Das ist der Hammer, holt's euch. 89 Cent, ne? 89 Cent. Ja, nee, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ich finde es cool, dass es umgesetzt hat. Ich denke, es ist verbesserungswürdig, was, sagen wir mal, die Steuerung angeht. Gut, aber der Vorteil an Apps ist ja, dass sie kostenlos Updates bringen. Ja, meistens. Und kann es sein, dass dann... Ich weiß ja auch nicht, wie lange das Ding auf dem Markt ist. Vorhin habe ich irgendwas von bla 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 bis hier erbaut. Ja. Ich hätte es halt richtig geil gefunden, wenn es wirklich das alte oder auch das Tiberian Sun oder sowas mal bringen würde. Vielleicht kommt das auch noch. Vielleicht. Das Alarmstufe Rot 3 ist vielleicht nicht der beste Teil, ja. Gut. Aber wie gesagt, gute App, super. Steuerung gewöhnungsbedürftig. Andere Leute finden es vielleicht besser wie mit Maus. Ich denke, noch ein paar Runde geht's wahrscheinlich auch. Ja, ich habe jetzt gegen End, wo jetzt mehr Fights waren, eigentlich ach, so ein bisschen Feeling kriegt. Also so ein bisschen nett. Die Gestaltung ist klar richtig cool gemacht. Menü ist super umfangreich. Die Musik ist klasse. Ja, sagen wir mal so 3,5 von 5. Okay. Eine gute Bewertung. Leute, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten und dann auch kürzeren App-Check. Ciao.